einen wunderschönen guten Morgen an einem Sonntag. Ich hätte die ganze Nacht fast durchgezockt bis 3 Uhr, bin um 9 Uhr aufgestanden. Und ja, wir werden auf jeden Fall jetzt Chronos Before the Ashes weiterzocken. Ich denke mal, das macht so einen Spaß mittlerweile. Am Anfang war ich da sehr skeptisch, weil ich dachte, naja, das gut ist, das nicht gut. Aber mittlerweile gefällt es mir wirklich. Also von daher kann es jetzt losgehen. So, müssen wir kurz das einstellen hier. So. Super, dann würde ich sagen, gehen wir mal am Stein, weil wir haben nämlich die Girokarte, besser gesagt Girokarte, die Zugangskarte bekommen. Und da werden wir jetzt mal reingehen. So, genau, da reisen wir jetzt auch hin. Super, das ist hier unsere Basis. Es geht endlich wieder so ein Stück weit nach Hause. Fahren wir mit dem Fahrschirmhahn runter. Aber super, dass wir die Karte auch gefunden haben. Den Key sozusagen. Denn es gab da ja irgendwie so einen Hinweis, so von wegen, ja, deine Großmutter und so, ne, die hat dir davon erzählt. Das ist hier nämlich der Zugang, den wir brauchen für die Keycard. Jawohl. Super. So habe ich mir das doch gedacht. Gibt es hier irgendwas? Ja, hier ist noch einer, der es wissen will. Ja, komm schon. Ja, sehr gut. In die Ecke gedrängt. Ja, dann macht der nix. Splitter hat er mir auch nicht dagelassen. So. Apropos Splitter, wir können jetzt nochmal gucken, ob wir noch welche herstellen können. Wir haben 6 Drachensplitter. Drachenöl haben wir 5. Gucken wir mal. Nummer 1. Drachensplitter. Nummer 2. Kombinieren hier mit Drachenöl. Jawohl. Und jetzt noch einmal. Ich hoffe, das reicht aus, um unsere Waffe zu verbessern. So, letzte Drachenöl können wir verwenden. So, und dann gehen wir mal in die Waffen rein. X, ah genau, 5 von 5 reicht sogar. Jawohl, das ist doch mal schön. Wie viel braucht? Okay. Die Max-Stufe sogar erreicht. So, jetzt müssen wir uns den Code oben merken, weil da gehen wir dann in eine andere Zeit. C, Y, T, T. Aber ich will jetzt hier nochmal kurz rumlaufen. Ob ich sonst sowas sehe. Ne, da sind wir ja reingekommen. Okay, wir gehen jetzt durch den Spiegel. Das ist quasi unsere Zeitmaschine. J, ich nenne es mal C, T, T. Ja, müssen wir uns so merken, aber das kriegen wir hin. Sehr gut, wir sind an der Maschine angekommen.
So, jetzt ist das dieses komische C mit dem Strich. Und jetzt müsste das ein T sein. Doppel-T. Ja, das Ding hier. Super. Dann können wir jetzt erstmal zurück. Und jetzt müssten wir eigentlich in einer anderen Zeit irgendwie angekommen sein, habe ich das Gefühl. Das klingt logisch auf jeden Fall. Wäre eigentlich unsere Option als 30-Jähriger schon freigeschaltet? Ja, haben wir schon hohe Kraft. Und meine Theorie so stimmt. Hier können wir jetzt nichts machen. Ja, auch nicht. Da sind wir wieder zurückgekommen. So, wir sind jetzt zu einer anderen Zeit da. Können wir da irgendwas machen oder so? Okay, mal gucken, da müssen wir noch irgendwas einsammeln. Oh, hier lebt noch einer. Was wir hier machen können. Diagnostik. Codename Labyrinth, Signal okay. Überprüfe Vitalparameter normal. Anders als bei einer anderen Testperson hat die Verbindung von Testperson 3323 mit den außerdimensionalen Wesen, das inoffiziell Knochenklau genannt wird, scheinbar eine Art neurale Feedbackschleife erzeugt. Dieses Feedback hat sich außerhalb der Gedanken von 3323 manifestiert und hat auf eine Art, die noch niemand von uns versteht, damit begonnen, umliegende elektromagnetische Felder zu beeinflussen, darunter die Lebenserhaltungssysteme und Diagnosegeräte. Ja, Testperson. Dr. Haskard hat gestern bemerkt, dass die Systeme von 3323 zwar Energie verbrauchen, diesen Vorgang aber nicht vom Netz der Einrichtung abhängt. Es gibt keine andere Erklärung. Knochenklaue und 3323 halten sich gegenseitig. Okay, machen wir mal zurück. Wesen erfolgreich gelöscht. Okay. Jetzt habe ich die umgebracht. Oh. Weiß auch gar nicht, ob das richtig war. Mir blieb ja irgendwie nichts anderes übrig, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir in dem Bereich noch was anderes finden. Es gab ja nur den Raum hier. Haben wir das Wesen jetzt ausgelöscht? Dann gibt es den Raum hier noch.
gestorben. Notizen. Nachdem die Testperson aus dem Stuhl entfernt wurde, klagt sie über anhaltenden Kopfschmerz und leichte Übelkeit, die von Dr. Haskard angeordnet wird. Zeitstuhl. Anordnung von Dr. Haskard darf. Testperson darf bis auf weiteres nicht auf den aus dem Stuhl entfernt werden. Werte sollen weiter beobachtet werden. Und dann haben wir ja noch eine dritte Person, die war ja auch tot, ne? So, eine hat ja gelebt, die haben wir umgebracht. So, Ladebootmenü. Das ist Labyrinth. Okay, machen wir es mal so, genau. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und ziehen mal den Computer an. Vier Gesichter ist das, okay. Testperson passt sich schnell an Vorrichtung an, erhöhter Herzschlag wurde reduziert und Vitalparameter bewegen sich nun im normalen Bereich. Anordnung von Dr. Haskard. Testperson darf bis auf weiteres nicht aus Stuhl entfernt werden. Okay, eigentlich das, was bei dem anderen auch steht. Seltsam, seltsam. Hier können wir nichts weiter machen. Auch nichts weiter. So, hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir reisen wieder. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Ich jetzt den einen umgebracht habe, das war wahrscheinlich, hätte ich das gar nicht machen müssen. Und wer weiß, ob sich da in der Geschichte dann irgendwas ändert. Aber es war die einzige Option, die ich noch hatte. So, dann gehen wir mal wieder zurück zum Stein. So, wo sind wir hier eigentlich? Hier, die Tür ist beschädigt. Die Karte ist auch beschädigt hier. Den Tag können wir da irgendwas reparieren oder so. Nee, keine Chance. Bitte irgendwann, wenn wir mal ein Kabel finden. Also wir gehen wieder zum Stein.
Mehr Karte zeigt dich. Jawohl. Jawohl, da geht's ja rein. Ich will da ja raus. Das heißt, muss er hier hin. Schön, dass ich die Tür jetzt wieder geöffnet habe. Das war auf jeden Fall ein kleiner Abstecher. Geht's hier weiter? Ich würde sagen, wir versuchen es hier mal. Ich glaube, da haben wir noch irgendwie was, was wir einsammeln müssen. Nö. Gibt's auch gar nicht, ist ja so stark. So, ein bisschen mit dem Schild arbeiten hier. So. Wenn ich jetzt sehe, hier ist ein Tor. Tür, die geht wahrscheinlich nicht auf. Nee. Und da oben fehlt ein Stein. Seht ihr das? Da ist ein Stein, da ein Stein. Da muss wahrscheinlich hier draußen irgendwo noch eine Möglichkeit geben, sich diesen Stein zu holen. Auf jeden Fall Levelaufstieg wäre gut. Flammenwerfer haben wir auch noch nicht gesehen. Ja gut, der ist auch hinüber. Machen wir die Tür auf hier, um was dahinter ist. Ah, hier gibt es Vogelnester. Ach, da oben ist was. Was der Vogel hat irgendwie, das brauche ich wahrscheinlich, aber da komme ich ja nicht ran. Was ist das hier? Irgendein Symbol oder was ich einsetzen kann? Ne. Ach, alles klar, das ist ja mal genial. Ah, Vogelfutter. Der wird aber nicht kommen. Er freut sich, aber der. Kommt doch nicht an, wenn ich hier in der Nähe bin. Ah, ich habe irgendwas runterfallen gehört. Ah, super. Das ist ja der Stein. Den haben wir gebraucht. Super, dann können wir zurück und dann können wir den Stein einsetzen. Na, genau, direkt am Auge. Das muss man doch wissen. Ja, was nicht? Das muss der allerletzte sein. Der hier. Jawohl, super geil. Aber dass die Tür jetzt aufgeht. Ah, sogar von alleine. Musste noch nicht mal was machen. Das nenne ich doch mal nice. Jetzt gehen wir natürlich wieder links lang. Oh, hier haben wir ein Schwert. Aber die Tür zu. Eisenschwert, Krellaxt, Krellschwert. Wie 45, 82. Die Axt hat 92, die ist schon viel besser auf jeden Fall.
Vermute mal, genau, ich habe mein Eisenschwert genommen. Ja, sehr gut. Ja, 2 von 3. Was ist schon mal nice? Haben wir eigentlich noch Lebenspunkte? Ja, 2. Hier setzen wir jetzt mal auf Kraft. Jawohl. Das ist super. Da haben wir schon wieder ein neues Schwert. Ist jetzt noch nicht unbedingt super. Alter. Den habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, der hätte uns umgebracht. Ist aber nicht schlimm, weil der Weg war nicht ganz so weit. Alter, das ist ja ein Panzer. Den müssen wir erstmal umhauen dann. Ich hoffe, dass wir werden ja wohl mit 3 Herzen wieder wach. Ja, sehr gut. Prima, dann können wir jetzt ja theoretisch einfach nur geradeaus laufen. Dann durch das Tor. Gespannt, bei den Typen überhaupt kriegen können hier. Ja, doch, wenn wir ihn mit Schlägen eindecken, macht er auch nichts. Halt nur. Alter, den schlagen wir durch den ganzen Saal, ey. Ja, los, komm. Nicht, dass wir so eine Kraft haben, ey. Boah, das war aber hardcore. Hat noch nicht mal einen Splitter da gelassen, ey. Ist er nicht. Jetzt ist hier eine Tür. Ja gut. Super Levelaufstieg. Ja, wahrscheinlich ein Splitter drin, kann ich mir vorstellen. Ach, ein Herz. Nee, okay, super. Können wir die wieder kombinieren? Dem Drachenöl. Ach, er hat das Schwert auch gleich genommen. Fellaxt, die hat auch auf jeden Fall, die hat die maximale Stufe. Die gefällt mir aber besser. Ich habe mich schon gewundert, warum ich die Gegner nicht so richtig umhaue. Okay, das wollen wir jetzt nicht lesen. Ist auch noch was Philosophisches. Hat einer viel Langeweile gehabt, was zu schreiben. Wer auch immer vor meinem Zimmer herumschleicht, hinfort mit dir! Ich habe nichts zu sagen. Oh, wer ist das denn? Wer bist du, dass du solch grässliche Hartnäckigkeit an den Tag legst? Ich verstecke mich nur vor mir selbst, Fremder. Mit meiner selbstsüchtigen Eitelkeit habe ich viele Leben ruiniert, viele Kinder verloren. Ich habe es verdient, hier zu bleiben. Oh, mach doch die Tür auf, lass mich rein. Ich bin Zimmerservice. Man könnte sagen, ich habe jeden einzelnen von uns verdammt.
denn ich habe den Zorn des Zyklopen auf mich gezogen. Nun leidet mein Königreich und ich verstecke mich aus Angst und Trauer. Dann sind wir wahrhaft verdammt. Es sieht ja alles negativ. Wir haben den Zyklopen ermordet und... naja. Hast du Kinder? Nein. Nein, wahrscheinlich nicht. Deine Aufgabe lässt keine Zeit dazu. Du wirst nie erleben, wie deine Nachkommen leiden und sterben. Du wirst nie erfahren, was wahrer Verlust bedeutet. Oder den beißenden Schmerz der Schande spüren, so wie ich. Du solltest dich glücklich schätzen. Es gibt da etwas. Meine jüngste, liebste Tochter besaß ein Medaillon, ein Geschenk ihres Vaters, ihres Königs. Sie erhielt es am ersten Tag ihres 12. Lebensjahres. Ich glaube, das haben wir sogar schon, oder? Wenn du es mir bringen könntest und mir so ein letztes Erinnerungsstück gewährst, würde ich dir das nie vergessen. Du hast das Medaillon. Gib es mir, gib es her, so dass ich noch einmal die Gegenwart meiner Tochter spüren kann, damit ich ihren Geist um Vergebung bitten kann. Und hier, Fremder, nimm dies als Zeichen meines Danks, wie kläglich er auch sein mag. In diesen neuen Splitter geht ein stärkender magischer Glanz. Oh, okay. Danke, dass du die Kette meiner Tochter gefunden hast. Danke, dass du die Kette... Okay, mehr kommt von ihm nicht. Ja, also viel war das jetzt nicht, sag ich mal, ne, was wir bekommen haben. Aber wir sind die Kette auf jeden Fall los. Oder besser gesagt, das Amulett. Ich wundere, dass sie hier noch kein Rätsel eingebaut haben, dass wir irgendwelche Bücherregale hin und her schieben müssen. So, genau. Hier habe ich mir das Schwert geholt und habe das Eisenschwert reingelegt. Von hier aus, von hier bin ich gekommen. Hier bin ich weitergelaufen. Gibt es ja die Möglichkeit, hier lang zu laufen. Genau, da bin ich auch lang gelaufen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier lang zu laufen. Hier waren wir noch nicht. Genau. Ja, Schild nicht vergessen. Sehr gut. Alter, der klopft da auf mein Schild rum und denkt, er könnte mich fertig machen. Wie lächerlich. Ist auch noch eine Tür. Schwer zwei Türen, aber oh, das hasse ich ja. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte lass die doch zu sein. Zwischen den Seiten des Buches findest du eine Art Notenblatt. Okay. Ja, auch schön. Gehen wir mal durch die Tür hier. Da draußen sind auch noch welche, die es wissen wollen. Noch so einer. Oh, die werde ich jetzt mal Manieren beibringen. Ja, komm her. Alter, fett Schild, ey. Das gibt's ja nicht. Ich werde natürlich auch meine Magie ein bisschen einsetzen, aber hebe ich mir jetzt hier nochmal auf, wenn ich auf mehrere Gegner treffe. Und dann prügeln wir wieder durch den halben Raum.
Ja, der ist weg, super. Ist doch super gemacht. Fein. Schon wieder so labyrinthartig. Stuhl. Wir blättern mal um, vielleicht ist da ja auch noch mal was zwischen. Endlich können wir den mal einsetzen, den Schlüssel. Genau, ich hoffe ja. Super. Dankeschön. Normalerweise sind die ja immer so, dass sie eigentlich gegen mich arbeiten. Wir sind hier oben richtig. Alles an dieser Waffe ist beunruhigend und fühlt sich fremdartig an. Von unbekanntem Metall der verborgenen gefährlich scharfen Klinge bis zur Herstellung. Mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen mal eine Waffe, die auch ein bisschen mehr Kraft hat. Aber mal 3089, das ist doch nichts. Mal verbessern können wir die auch nicht. Die liegt aber auch daran, dass wir die Splitter in Blutsplitter schon umgewandelt haben. In Drachenblutsplitter. Weil wir die dann ja auch nochmal benötigen. Also wir brauchen nochmal 3 einfache. Dann können wir die Sensor auf jeden Fall verbessern. Also 3 einfache Splitter. Sehr gut. Das haben wir gelöst. Ist ja prima. Langsam werden wir, haben wir weniger Gegenstände. Oh. Oh, jetzt aber. Viel bringt die Magie aber auch nicht. Vielleicht wechseln wir die auch nochmal. So, ein Schlag noch. Jawohl. Sehr gut. Hat einen Splitter. Einen brauchen wir dann noch. Dann können wir die Sense verbessern. Die Sense ist bestimmt auch nicht schlecht, weil die unheimlich viel Kraft hat. Nicht so schwer ist und wahrscheinlich können wir damit mehr machen. Und sie ist dann effektiver. Also es passt schon fast. 1, 2, 3. Ah, jetzt habe ich glaube ich eine Idee. Lass mal ausgehen. So, 1, 2. Den überspringen wir, 3. Dann spielen wir den hier. Und den allerletzten. Jo, wir haben es, oder? Sehr gut, die Frage ist jetzt nur, wo ist da was aufgegangen? Hier ist was aufgegangen. Ah, gar nicht gesehen. Aber cool, dass der hohe Priester sich für mich platt gemacht hat. Wir haben die dem Weg noch einen Splitter hier liegen lassen.
Ich würde mich ja auf die Sense freuen, wenn ich die endlich mal bekommen würde. Also, wenn ich die verbessern könnte, genau. So. Mal gucken. Ein Tor, was man aufmachen kann. Meistens dienen diese Tore mal mehr zur Abkürzung. Wenn man die von einer Seite nicht aufmachen kann, dann aber von der anderen. Oh. Diese Tore kennen wir doch auch von Remnant from the Ashes. Die Sterntore. Vermute mal. Genau, müssen wir das einsetzen. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wo wir da landen. Nice. Den Stein zum Speichern. Jawohl, das ist sehr geil. Gucken wir jetzt mal, dass wir hier durchkommen. Hier geht's nicht weiter. Hier sind Gegner, das ist immer ein gutes Zeichen. Ah. Wollte das eigentlich vermeiden, dass ich da runterfalle, aber was willst du machen? Manchmal ist es halt so, wie es ist. Wir könnten natürlich erstmal versuchen, da kommen wir nicht hin. Auch von hier aus nicht, oder? Nee. Es sei denn, ja, da führt keine Brücke hin. Also waren wir schon auf der richtigen Seite. Das heißt, wir müssen hier einmal rum. Wir kämpfen ohne runterzufallen, das ist ja das Geheimnis. Dahin? Okay. So, wir versuchen da mal eine größere Fläche ranzukommen. Und ich muss die Fixierung rausnehmen. Genau hier. Habe ich keine Lust, da wieder in den Abgrund da runterzufallen. Aber komm her hier. Ah, hier ist ein Splitter, das heißt, wir können die Sense jetzt verbessern. So, was haben wir denn hier? Gewundene Sense verbessern. Jawohl. Was brauchen wir davon? 5. Ach, 5 normale, okay. Sind wir hier wieder? Kämpfen.
sind wir nicht so nah am Abgrund. Er hat die Sense auch gleich ausgewählt. Das ist natürlich schlecht, weil die noch keine Kraft hat. Das hat uns jetzt zu viel Energie gekostet. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie die Sense gleich ausgewählt hat. So. Das geht natürlich nicht. Wir brauchen die Krell-Axt, weil die hat immer noch am meisten Kraft. Will die eigentlich wieder verbessern? Ne, die ist auf der Maximalstufe, genau. Das Zeichen haben wir ja noch nicht. Oder? Nee. Das müssen wir irgendwo finden. Komm her hier? Okay, dann den locken wir hier hin. Das sind sogar zwei. Den Trommeln hier, das gibt's da nicht. Schwören sogar andere noch rauf, ey. Das ist ja echt ein perfides Spiel hier, was die treiben. Der muss denn hier hin? Ja, prima. Dann müsste hier eigentlich die gelbe Seite auf sein. Muss ich da noch mal hin und irgendwas drücken. Splitter bekommen, sehr gut. Immer ja, jetzt muss es gehen, oder? Ja. Gelb ist ja aktiv. Ah.
gedacht, dass sie hier nah am Abgrund stehen. Die wissen schon warum. So, weiter geht's. Ob wir jetzt die Sense verbessern können. Ne, fehlen noch drei. Bin gespannt, was wir auf dieser Seite hier finden. Dass er die dann auch immer gleich nimmt. Sehr gut. Und welche Splitter die ich einsammeln kann, jawohl. Machen wir erstmal den Magier platt. Stufenaufstieg. 8 Punkte zu vergeben. So, die ballern wir jetzt alle in die Kraft rein. Ja. Das ist, glaube ich, sogar vernünftig. Genau, dass ich da im Abgrund stehe. Bevor wir das aktivieren, gucken wir hier nochmal. Ah, alles klar. Hier können wir den Stein sogar austauschen. Das war auch nötig. Wir müssten einen Stein austauschen. Jetzt könnten wir das Lilane gar nicht aktivieren. So, dann kann es ja weitergehen. Muss ich mal gucken. Ich habe im Inventar. Das ist der hier. Genau, und das ist auch der entscheidende. Ist die Frage, wie kriegen wir die Verbindung dahin? Das passt nicht mehr. Der vielleicht? Der passt und der runter. Ja, sehr geil. Super. So, dann müssen wir jetzt
quasi rechts rüber. Zum Lilanen. Müssen wir das auch gelöst haben. So, wir laufen jetzt hier erstmal. Sehen zu, dass wir das jetzt hier in der breiten Fläche austragen. Muss nicht am Rand bloß hier runterfallen. Ja, weiß schon, warum er mich immer am Rand angreift. Du weißt ganz genau, wenn ich hinterher komme, dann falle ich. Ich glaube, wir halten das jetzt lieber aus, anstatt jetzt mit ihm hier zu kämpfen, außer hier jetzt. Schafft sich immer irgendwelche Doppelgänger. Okay, super. Jawohl, jetzt kommen wir darüber. Jetzt müssen wir noch einen anderen Stein kriegen wahrscheinlich. Um dann, sag ich mal, zum Endgegner zu kommen. Wir laden uns erstmal auf. War ich Punkte noch zu vergeben? Nee. Erstmal nicht. Oh, nice aus. Ach du heilige Neune. Pinocchio wieder. Mit seinem Holzbeinchen hier. Kann aber gefährlich werden. Ja, komm, komm. Ja, jetzt kriegt er noch einen auf die Mütze und dann ist der gute Kapitän. Wenn er stirbt, kann er nämlich keine mehr herbeizaubern. So, noch einer. Da hockt auch noch einer. Mensch, das sind auch Parasiten hier. Das gibt's ja gar nicht. Die schwarzmagischen. Oh, da oben ist das nächste Puzzleteil. Oh, komm her hier. Poker und das. Jetzt hat sie es ausgesäbelt. Muss nicht runterfallen. Das wäre das Schlechteste, was wir jetzt machen können. So, machen wir den Behälter mal auf und in den Behälter.
Nächster Puzzleteil wieder dran, ne? Nee. Labyrinth-Rune 3 ist da drin. Okay. Können wir die irgendwie kombinieren? Okay, prima. Aber kein Puzzleteil, ne? Den müssen wir auch gar nicht mehr puzzeln. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die jetzt einsetzen soll. Obwohl Rot fehlt immer noch. Warte mal, wir müssen nochmal zurück, weil da nicht auch noch ein Puzzleteil finden. Wenn ich mir auch vorstellen, dass da noch eins ist, das übersehen haben. Hier ist auf jeden Fall keins. Auch keins. Ja, da sind wir angekommen. Nee, es gibt kein anderes Puzzleteil. Muss dann irgendwie so funktionieren. Naja, schauen wir mal. Dann geht's ab. Zurück. Bin mal gespannt, wie wir das jetzt hinbekommen. Aber wir müssen ja erstmal nur das ganz oberste verbinden. Das ist schon mal klar. Müsste der nach da, ne? Jo, wir haben's. Alter, war das ein Krampf. Unglaublich. Mann, 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 Mann. So, jetzt könnten wir theoretisch geradeaus. Also bin ich ja mal gespannt, was da uns erwartet. Das kann ja nur besser werden. Schlechter geht ja schon gar nicht mehr. Da über Umwege hin oder wie? So, komm her hier, komm ran hier. Abgrund weg. Ja, komm. Jawohl. Wir haben einen Stufenaufstieg geschafft. Ah, jetzt geht's in die Richtung. Aber da lang? Der baut ja Umwege her, das gibt's ja gar nicht. Ich komme da direkt hin. Alter, wie viele Tore ich hier durchschreiten muss. Nur weil ich rechts rum will.
geht doch gar nicht. Gibt's ja keinen direkten Weg dahin. Okay, vielleicht müssen wir links erstmal hin. Das war nach hier. Wir haben doch Rot auch aktiviert. Muss ich doch da irgendwie hinkommen. Ah, ich schlumpfe. Ich habe noch eine Idee, was ich machen kann. Ich muss doch da gar nicht überall lang laufen. Ich kann das doch abkürzen. Indem ich einfach mich auf das aktivierte Portal stelle und mich dahin beame. Auf jeden Fall funktionieren. Ach, hier geht's weiter, okay. Auseinandergefallen ist sehr schön. Alter, das ist aber ein Umweg hier. Die Idee muss ja erstmal kommen, dass er da langlaufen muss. Sich ja eingebaut hier. Kommt doch kein Mensch drauf, dass man da langlaufen muss. Ah, sehr geil. Da können wir es jetzt einsetzen. Das letzte Siegel, was wir noch haben. Jawohl, sehr geil, wir haben's. Hier kommen wir zurück. Aber das wollen wir ja noch gar nicht. Oh, hier ist was zugegangen. Oh, hallo. Wer bist du denn? Das wird aber kein leichter. Das ist der Labyrinthwächter. Ist, wie plätte ich den? Doch, der kann auch normale Schläge ab. Okay. Da ist so aus, als wenn das nicht geht. Egal.
Das packen wir so. Ja, immer auf die Beinchen. Wie bei Pinocchio. Oha. Bin jetzt wieder verschwindet. Problem ist, dass wir immer ein bisschen benommen sind, wenn der uns anrollt. Wir haben noch ein Herz übrigens zur Energie, aber das müsste eigentlich ausreichen. Uns noch mal auf, dann packen wir das auch. So, komm her, ja. Ich mach die Schmesser. Da weg ist er. Los, komm. Schlag zu. Ah, wir haben ihn. Ah, jetzt. Hätte er mal ein paar Splitter liegen lassen können, finde ich. Du hast es geschafft. Du hast die Rolle, die dir von Geburt an vorherbestimmt war, erfüllt. Du hast den Wächter des Labyrinths erschlagen. Die Bestie der anderen Welt. Schwächere Krieger haben hilflos zugesehen, wie ihnen ihr Verstand in den Fängen des Labyrinths entglitt. Aber du hast das Leben des Wächters in die Hände genommen und es in Stücke gerissen. Ja. Das stimmt allerdings. Nächste Turm oder die nächste Statue ist gefallen. Geh jetzt, kleiner Krieger. Geh und fordere den Drachen heraus. Erzittere vor seiner furchtbaren Macht. Schlage die Augen nieder, wenn sein bedrohlicher Blick auf dir lastet. Boah, das könnte ja was werden. Jetzt, da alle Hindernisse beseitigt sind, wartet der Drache auf dich. Ich habe aber 0 von 4 Herzen. Muss ich wahrscheinlich dann mal sterben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den besiegen, und zwar mit einem einzelnen Kampf. Ohne Energieaufladung. Sanft in die Höhle getragen, das ist nochmal schön. Ah, hier mal ein Stein, sehr gut. Aktivieren wir den noch gleich mal. Schade, dass er die Herzen nicht auflädt, aber okay, egal. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir landen wieder hier, wenn wir sterben. Wir brauchen Sprit. Damit der Fahrstuhl funktioniert, ja. Okay, dann müssen wir erstmal Sprit suchen. Ich dachte, wir gehen zum Drachen, machen den Drachen fertig und dann ist Ruhe. Aber so einfach geht das hier nicht. Ja. Sehr schön. Yeah!
bisschen Energie. Ich brauche nämlich Benzin. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. So, und das ist jetzt schon wirklich wie bei Remnant from the Ashes. Sieht man halt wirklich die Verbindung. Station 17. Station 17 Arsch, ergänzende Notiz. Wir können aber nichts irgendwie groß aktivieren oder so. Finden die aber auch nichts zum Einsammeln. Das ist eine Tür. Die ist zu. Irgendwie latscht hier auf jeden Fall rum, das hören wir ja. Etwas größerer Kandidat. Tja, wir brauchen immer noch Sprit. Das ist Stein. Ach da. Wäre zu einfach zum Drachen zu gehen. Naja. Den Großen mache ich es jetzt schon so, dass ich das Schild einsetze. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir jetzt die Sense verbessern können. Ja. Jetzt brauchen wir 8 schon. Machen, da brauchen wir wahrscheinlich irgendeine Schablone oder ein Kristall oder so. Das eskalieren wir mal ein bisschen. Ich hab auch noch einen. Nee. Ist vorbei, okay. Natürlich die Frage: Ist hier irgendwo was zum Einsammeln? Ja. Wir machen das mal anders. Wir laufen nochmal zurück. Mir ist nämlich was aufgefallen. Und zwar gucken wir hier nochmal durch. Nee, doch nicht. Ich dachte, da wären ein paar Symbole irgendwie speziell markiert oder so. Ich
Wir können die jetzt umdrehen, aber wir wissen ja gar nicht, welche Reihenfolge die müssen. Deswegen wäre es eigentlich ganz nice, wenn wir irgendeine Schablone, irgendwas haben, was wir da einsetzen können. Aber auch nichts. Treppe runter geht's auch nicht. Noch mal einfach so. Den hier noch mal. Das hat keinen Sinn. Müssen wir mal gucken, hier muss irgendwo. Muss was liegen. Was wir einsammeln können, damit wir dann genau wissen, welche Zeichen wir benutzen müssen. Ich könnte ja auch im Internet gucken, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, der Fahrstuhl geht ja nicht, weil da brauchen wir Benzin. Ach, die war zu, genau. Die haben wir. Irgendwas machen? Nee. Nochmal in die Richtung. Jetzt mal gucken. Da ist der Stein. Vom Stein aus geht es halt hier links lang. Wir dahin, da ist ja die Runen. Genau, links müssen wir uns mal merken, dass die Runengeschichte. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, einmal hier lang zu laufen. Ja,
Haben wir aber nichts gefunden. Die Tür war auch zu. Dann können wir nochmal rechts lang laufen. Auf jeden Fall brauchen wir einen Hinweis, welche Runen wir öffnen müssen. Oder welche wir umdrehen müssen, damit wir überhaupt verstehen, um was es da geht. Steht im Computer vielleicht irgendwas. Warte mal, da ist ja was. Aha, was ist das denn? Mal gucken. Geschlossenes Metallkästchen. Ah, genau, das habe ich gesucht. Ah, eine Linse, super. Können wir ja zurücklaufen, dann schaffen wir das auch. Dann wissen wir nämlich genau, welche Zeichen wir umdrehen sollen. Mir letztes Mal gar nicht aufgefallen, aber ich wusste, irgendwas müssen wir suchen. Hier sind wir auch gleich richtig. Sollen die mal ein? Okay, können wir uns das so merken? Müssen wir mal gucken. Wir müssen mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Ist noch in Ordnung? Halt. So, und zwar... Das ist ein komisches Zeichen. Ich glaube, das können wir uns merken. Ansonsten laufen wir nochmal zurück. Wir gucken nochmal kurz. Das erste Zeichen, okay. Das erste Zeichen haben wir sogar richtig eingesetzt. Das letzte muss so ein F sein hier. So, genau. Jetzt gucken wir nochmal. Hätte auch Stift und Zettel nehmen können, aber mein Stift schreibt hier gerade nicht. So. Das letzte ist ein F. Okay, und dann kommt dieser Hantel und der Pfeil sozusagen. Jetzt müsste so eine Art Hantel kommen. Nochmal. Nochmal. Genau. Ich glaube, das war's. So, und jetzt müssen wir einen Pfeil haben. Ja, falscher Knopf. Aber nicht diesen Pfeil, den wir sonst immer nehmen. Also, der so schräg nach unten zeigt. Sondern den hier. Jo, alles klar, super. Hat funktioniert, super. Hoffe ich doch, dass wir hier jetzt noch den Benzinkanister finden. Auf jeden Fall ein bisschen was. Ja. Aber kein Gegner für uns.
auf. Gleich auf dem baldigen Levelanstieg. Ah, shit. Okay, macht ja nichts. Müssen wir halt nochmal laufen. Aber die Tür ist auf, das ist schon mal entscheidend. Natürlich klar, dass er wieder da ist. Wir haben direkt, ein Duell besiegt. Sehr gut. Los, Levelanstieg bitte. Sehr gut. Ich denke mal, das war nochmal nötig, die Energie nochmal aufzuladen. Ja, da hinten ist der Benzinkanister. Ja, deine Freunde, deine Priester können schon ruhig sehen, dass du auf die Mütze kriegst. Jo, Levelaufstieg, sehr gut. Und den Benzinkanister haben wir gefunden. Sehr gut, das brauchten wir. Brauchen aber, glaube ich, noch normale Splitter für die Sense, die es übrigens in Remnant from the Ashes auch gibt. Frage: Wie weit geht man da jetzt noch rein oder geht man raus und gleich zum Ziel? Aufgelöst, super, hier ist auch noch ein Splitter. Aufladen. Jawohl. Ist nicht wert, jetzt hier zu sterben.
Ich wollte erst das, die magische Energie, dieses Gelbe, nochmal aktivieren, aber ich habe es dann gelassen. Machen wir das mal. Das wird ja ganz schwarz, wenn man auf ihn einknüppelt. Andere Gegner als vorhin. So. Super, hier können wir jetzt den Kanister benutzen. Jawohl, ist aufgefüllt. Unser Arm sieht auch schon richtig extrem aus, finde ich. Haben wir denn hier? Achso, Levelaufstieg, genau. Machen nochmal 4. Ah ne, kommen wir bauen alle auf Lebenskraft. Ah, hier ist die Abkürzung. Die Tür, das ist die Tür, die nicht aufgeht. Normalerweise von der anderen Seite. Oder? Wohl habe ich da jemanden geweckt. Ja doch, das war die. So, dann kippen wir mal Benzin rein in den Tank. Klar, dass die hier nochmal auftauchen jetzt. Das waren die Runen, da müssen wir nicht mehr hin. Das war der Stein, okay. Müssen wir auch in die Richtung jetzt. Hier sind wir richtig, jawohl. Super. Inventar und dann... Alter, wie geht er da mit den Ressourcen um? Schmeiß den Tank einfach weg. Lümmel. Aber jetzt geht der Fahrstuhl auch. Prima Ballerina. Aktivier doch mal deinen Krams hier. Das ist immer so lange dauert. Los, komm. Sehr gut, hier geht's auch noch mal rein. Boah, das ist ja wieder riesig. Ich habe eben schon wieder das Piepen gehört. Hier lebt auch irgendwer. Oh, warum ist denn da gestorben?
Ach, wir sind beim Drachen. Wie wenig du doch verstehst. Heftig. Du und der Rest deiner winzigen Gattung. Ihr seid Eintagsfliegen am Milben. Euer scheinbares Leben beginnt uns noch bevor. Wie könnte euer Fett. Und nun sind jene, die meiner überlegenen Macht trotzten, tot. Getötet durch deine Hand, kleiner Krieger. Und ohne meine Wörter ist das einzige Hindernis in meinem Weg du. Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Ganz gut was weg. Hartnäckig, der Typ. So Freunde, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Lasst bitte mal ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dahin.